Ach du Schande. Ah ja, die sind jetzt gleich auf der Map hier. Okay, können wir da hin? Ach so, das hier. Okay, hier sind wir. Ach du fantastisch. Ich habe das Video. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich mal umgucken. Okay, das ist das Menü. Wo gehen wir zuerst hin? Salon de Nesart. Aha. In New Lost Wages ist sogar die Asche dreckig. Das macht Sinn. Mein Arzt hat mir verboten, in Aschenbechern rumzustochern. Oder auch nicht. Können wir drin rumstochern? Das hilft mir nicht. Haha. Da haben wir sie. Was ist das denn für ein Laden hier? Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Die individuellste, undergroundigste, hipste und veganste Bar der Stadt. Hier bekommst du alles, was du willst. Natürlich. Und alles ist glutenfrei. Gluten? In Hipster-Bar. Was soll das denn sein? Schmeckt das? Gleichmäßig atmen, Everett. Denk an Indien. Ein Bier bitte. Sorry, unser Bio-Natural Pale Ale ist gerade aus. Wusstest du, dass natürliche Zutaten ohne Konservierungsstoffe ziemlich schnell verfaulen? Bier ist vegan, ihr Flaschen. Zumindest deutsches Bier. Was habt ihr sonst so auf dem Menü? Wir haben Chai Latte, Maca Latte und normale Latte. Sag es nicht, Larry. Latte. Natürlich sagt er es doch. Alles mit Sojamilch, natürlich. Außerdem das Falafel und Halloumi-Sandwiches. Mehr Avocado-Gerichte, als ich jetzt hier aufzählen könnte. Alles regional und bio. Und glutenfreies Brot zum Halloumi Ausprobieren. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Also, was darf sein? Ich hätte gern eine Latte. Sehr gerne. Das macht dann $12. Was? Eine Latte bekomme ich woanders, aber billiger. Oh, ich sehe gerade, dass die Sojamilch abgelaufen ist. Brauchst du die noch? Eigentlich schmeißen wir die weg für die Leute zum Containern. Aber na gut, hier. Ist das Brot gratis? Ja, das kommt irgendwie nicht so gut an. Deswegen bieten wir es zum Probieren an. Dann immer her damit. Das Ranz ist selbstständig. Naja, nicht wirklich. Ich glaube, ich will doch nichts. Für eine Bar ist das hier ziemlich ordentlich. Oh, wir sind hier schon richtig Subkultur, finde ich. Unter der Wandfarbe sind total harte Graffiti. Aha. Schwitzt ihr nicht unter den Bärten? Überhaupt nicht. Wir haben uns vorhin schon gefragt, welcher unserer Bärte beeindruckender ist. Was meinst du? Also. Der braune Spitzbart ist hübsch. Ha, ich hab's dir gesagt. Palmöl mit Nussextrakt. Pass auf, dass du mit dem Spitzbart niemandem das Auge ausstichst. Du bist ja nur neidisch, Blondie. Wir sehen uns später. Ja. Da könnte man noch was dazuhängen. Wenn man noch was hätte. Das hilft mir nicht. Das würde danach trotzdem weiter nach nichts schmecken. Die beiden Sachen?
Das lässt sich nicht. Das würde dann. Das lässt sich. Das hilft mir nicht. Jetzt ist das Brot mit Barbarenbräu getränkt. Das hilft mir nicht. Das lässt sich. Das sollte jetzt haben wir das Barbarenbräu. Die beiden Sachen. Das lässt sich. Verloren. Das sollte ich. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Das lässt sich. Das sollte ich. Die beiden. Das hilft mir. Das wären. Das lässt sich. Bringt was alles mit einem zu kombinieren. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Das wären kommen interessante Sachen dabei rum. Nicht. Okay. Ich mag Süßigkeiten. Kannst dich bedienen, die sind gratis. Ja, Kürzschnecken. Okay, wir müssen nochmal. Die beiden Sachen funktionieren. Das hilft. Damit ma- das lässt. Damit machen. Das lässt sich. Das hilft. Was klappt immer. Die beiden Sachen. Oder damit macht. Das lässt sich. Bitte was? Kurz plus kurz ergibt lang. Ein langer Faden. Das lässt. Falsch. Das hilft mir. Die beiden Sachen. Daraus. Das hilft. Die beiden Sachen. Falsch. Das lässt sich. Die beiden Sachen. Immer kombinieren. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Die bekomme ich nicht auf. Der geschickte Züngler von Alfred Kitzler. Kitzler. Da ist keine Platte aufgelegt. Ein Plattenspieler. Ha. Gute Technologie wird eben nie von was anderem abgelöst. Ah ja. Was für eine komische Blume. Einfach die Blume geklaut. Mackerknolle. Die beiden Sachen, das hilft mir. Das Mack. Das lässt sich. Das Mack. Das lässt sich nicht. Kann man nicht in den Thermobecher aufbiegen? Die beiden Sachen, das hilft mir. Das Macker. Das lässt sich nicht kombinieren. Aha. Hey, Finger weg. Das ist das teuerste Stück im ganzen Laden. Und unverkäuflich. Das ist doch nur ein Lappen. Nein, es ist das Grabtuch. Das Grabtuch von Yurin. Warum? Was macht es besonders? Es ist das Laken, mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde. Der vom legendären Live Aids Konzert. Für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum. Einige unserer Gäste kommen nur her, um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen. Grabtuch? So habt ihr Grabständerei betrieben? Queef haben sich aufgelöst? Nein, sie suchen seit 25 Jahren einen neuen Sänger. Aber so einen finden sie nie wieder. Und seitdem sind die echt Mainstream geworden. Ja, so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen. Früher waren die noch underground, aber heute... Würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? Ich kann mir nur eins vorstellen, was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Yurin. Ich auch. Eine Polaroid. Was ist das denn? Die streng limitierte Vintage-Kamera von Prune, von der es nur ganz wenige Exemplare gibt. Die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab. Jedes Foto ein Unikat. Die Bildqualität ist retromäßig total mies. Ist das nicht eine irre, revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie. Sicher. Ich schaue, ob ich eine auftreiben kann. Können wir dem noch irgendwas anbieten? Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Das ist keine gute Idee. Okay, reden wir mal mit ihm. I'm your Turbo Laugher. Wenn das ein Anmachspruch werden sollte, war der ziemlich außergewöhnlich. Hey, danke. Das meinte ich jetzt nicht als... Ach, egal. Mein Name ist Larry. Larry Laugher.
Stets zu Diensten. Lemmer. Lemmer Talika. Stets am Rocken. Aha. Gehst du mit mir aus? Du verlierst keine Zeit, was? Mir gefällt das. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Du verlierst keine Zeit. Yep. Ich brauche aber Groupies, die was aushalten. Deswegen matchst du mich also bei Timber. Nein, ich matche alle Leute, damit sie zu meinem Konzert kommen. Ach, das macht Sinn. Ich bin kein Typ für eine schnelle Nummer. Gut, dann halt nicht. Moment, das war ein Witz. Aber erstmal muss mein Gig überhaupt stattfinden. Es sind noch Plakate aufzuhängen und mein Drummer ist verschwunden. Ist nicht zum Soundcheck gekommen. Wollte in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand noch was trinken. Wenn mir der Name nur einfallen würde. Das mit den Plakaten kann ich gerne übernehmen. Oh, vielen Dank, das würde mir sehr weiterhelfen. Hier, bitte. Jetzt haben wir Plakate. Jetzt können wir bestimmt schon dort aufhängen. Und eins weniger. Das können wir wahrscheinlich in allen solchen Flächen aufhängen. Da habe ich schon mehrere von gesehen. Gut, dann müssen wir wohl mal diesen Turm betrachten. Und dann hier oder hier hinein. Dann können wir ein Plakat aufhängen. Und eins weniger. Wie viele haben wir denn überhaupt? Alle. Aha. Und da haben wir sie. Hey, Moment mal. Das Gesicht kenne ich doch. War ich betrunken, dann seht's nicht. Ich war's nicht. Außerdem hat sie selbst damit angefangen. Du hast in deinem Profil vergessen zu erwähnen, wie schlagfertig du bist. Profil? Du meinst, wir sind bei diesem Timber befreundet? Genau. Aber von mir aus können wir mehr sein als nur Freunde. Beste Freunde? Das natürlich gerne auch. Aber mit Benefits. Ich war noch nie auf einer Benefits-Veranstaltung. Kann man da was tragen? Dein Outfit ist absolut zeitlos, Hübscher. Meine Sensoren sind besser als die Augen dieses Kerls. Dein Profilbild andererseits, es wird dir gar nicht gerecht. Der kann froh sein, dass er nicht weiß, wie es unter der Gürtellinie aussieht. Pass auf, ich mache dir ein tolles Angebot. Willst du mir deine Frisur verpassen? Verlockender Gedanke, aber nein. Wie wäre es, wenn ich für dich ein ordentliches Fotoshooting organisiere? Wozu soll das gut sein? Profile mit professionellen Fotos erzielen 86,8% mehr Matches auf Timber. Okay, soll ich mich gleich ausziehen? Vielleicht nicht sofort. Zuerst müssen wir einen romantischen Ort für die Aufnahme finden. Keine Sorge, Romantik liegt mir im Blut. Daran besteht kein Zweifel. Im Sexshop, ne? Sag mir Bescheid, wenn du eine Idee hast, wo wir uns ablichten. Hey, Larry. Wer bist du eigentlich? Soll das heißen, du kennst mich nicht? Nein. Das kann nur bedeuten, dass du keine Modemagazine für Männer liest. Was du, wenn ich das sagen darf, vielleicht anfangen solltest. Gestatten? Richard Ryder. Männliches Model. Du kannst mich Dick nennen. Heißt das, du bist richtig berühmt? Ach was. Naja, ein klein wenig vielleicht. Heißt das, du bist richtig reich? Sagen wir so, ich kann mir in der Innenstadt inzwischen ein zweites Zimmer leisten. Bei den Mietpreisen, die dank Prune in New Lost Wages inzwischen herrschen, gilt das wohl schon als reich. Das kann ich mir vorstellen, Mietpreise und so. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, nebenher als Model zu arbeiten. Oh, warum nicht? Aus jedem Entchen lässt sich ein Schwan machen. Ich bin mal als Kind von einem Schwan gebissen worden. Ich bin Larry.
Larry Leffer. Ich weiß. Das wird jemand nervös. Na was? Ich habe eine Idee, wo wir das Foto schießen können. Na dann schieß mal los. Wie wär's mit Lefty's Bar? Der Laden erinnert zu sehr an den Intimbereich von Kim Kardashian. Voller schmieriger Versager und Ansteckungsmöglichkeiten. Boah, musste das jetzt sein? Im Prune Store sieht es aus wie in der Zukunft. Bei den hellen LED-Lampen dort sieht man jede Pore. Das will nicht mal ein Supermodel. Die Innenstadt von New Lost Wages könnte meine urbane Seite zum Vorschein bringen. Wenn du damit meinst, dass du wie ein Obdachloser aussehen willst, wärst du dort richtig. Also, nein. Ich schaue mich weiter um. Weitere Unterkunden. Wir sehen uns später. So, schöne Sachen hier im Regal. Auch passend nebeneinander gestellt. Hier hängen Ankündigungen zu neuen Pornos und Veranstaltungen, die Lust auf mehr machen sollen. Ich frage mich nur, welche Musik bei der Partyreihe Alarm im Arm aufgelegt wird. Aha, aber hier können wir doch ein Plakat hinhängen. Hey, was willst du da abladen? Das ist nur Werbung. Wofür? Oh, für ein neues Sexspielzeug? Oh, interessant. Zeig mal her. Das ist aber ein komisches Gerät. Kleb es ruhig hin. Und eins weniger. Aha. Hast du auch eine tolle Sexmaschine im Sortiment? Ja, habe ich selbst gebaut. Hatte damals einen Lover beim Straßenbauamt und bin billig an einen Presslufthammer gekommen. Ist inzwischen ziemlich verschlissen und hat eine dicke Kruste. Ein bekanntes Problem im Alter. Ich sollte jedenfalls wieder eine neue Sexmaschine bauen. Eine, die so richtig reinknallt. Danke für die Anregung, Kleiner. Aber gern doch. Ich freue mich auf das Ergebnis. Das Einhorn hier sieht auch interessant aus. Cocktopussy rockt. Eine Einhornmaske. Horny. Oh je. Okay, die können wir mitnehmen. Ich glaube, darunter bekommt man schlecht Luft. Das auf jeden Fall. Die beiden Sachen? Das hilft. Besser nicht. Das lässt kombinieren. Das hilft. Das lässt. Die beiden. Besser nicht. Die beiden Sachen. Was kann das Einhorn nicht mit Regenbunker irgendwie verwenden? Das hilft. Besser nicht. Das lässt sie. Besser nicht. Das nehmen wir jetzt einfach so mit. Was gibt's? Beeindruckende Auswahl, gnädigste. Ich gehe davon aus, dass du alles auf Herz und Nieren getestet hast. Hm? Ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein Jungspund wie du. Hast du vielleicht eine Empfehlung für mich, was den Damen besonders gut gefällt? Normalerweise würde ich dir Sex Panther empfehlen. Aber nach dem Vorfall mit diesem Nachrichtensprecher ist das verboten. Für den Anfang empfehle ich dir eine Dusche, junger Mann. Eine lange Dusche. Du siehst aus, als wärst du seit den 80ern nicht mehr mit Wasser in Kontakt gekommen. Gibt es hier auch Stammkundschaft? Das ist doch so. Natürlich. Mach dir aber keine Hoffnung. Ich habe keine Bonuskarte für Dildos. Wäre aber eine gute Idee. Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Ja. Hey, weg da! Warum? Was ist da hinten? Gar nichts. Schöner pinker Tentakel übrigens, der mir gerade aufgefallen ist. Muss man Eintritt bezahlen? Nein, es ist einfach für dich verboten. Aber das gehört doch offensichtlich auch zu diesem Laden. Nein, das ist alles. Also, mir wird hier noch ein Laden an diesem Ort angezeigt. Vorlautes Flittchen. Ach, was soll's. Ich verrate dir, was sich da hinten befindet. Komm mit und schau dir an, was ich für ein Doppelleben führe. Ich will es eigentlich gar nicht sehen.
Es ist ein Quickie-Mart. Oh. Warum ist der normale Laden im Hinterzimmer? Weil es mir zu peinlich ist. Ohne den Quickie-Mart hätte ich die Leisure Suite längst schließen müssen. Daran ist dieses Internet schuld. Jetzt, da die Leute die ganze nackte Haut einfach im Internet anschauen können, kommen sie nicht mehr hierher. Und wer die neutrale Verpackung erfunden hat, sollte sich auch was schämen. Jedenfalls kann ich mich nur über Wasser halten, weil ich auch diesen Laden habe. Also, du kennst jetzt mein schmutziges Geheimnis. Schau dich ruhig um. Das schmutzige Geheimnis. Kannst dich bedienen, Jungchen. Alle Kunden können sich einen gönnen. Das macht mich überhaupt nicht misstrauisch. Stecken Finger drin. Na, lecker. Das lässt sich nicht. Dann schmilzt. Das hilft mir. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Das lässt sich nicht. Dann schmilzt es doch nur. Das lässt sich. Die beiden Sachen. So bleibt er schön kühl. Die beiden, das hilft keiner. Das lässt. Die beiden, keiner. Die beiden Sachen, das hilft keiner. Das lässt sich. Keine Abkühlung notwendig. Ja, Verzeihung. Entschuldige mich immer, weil ich immer so laut nieße. Finger weg, Jungchen. Das ist nur für Kunden mit PrunePal. PrunePal ist eine Bezahl-App von Prune und nur für Mitarbeiter der Firma verfügbar. Oh, na dann. Finger weg, Jungchen. Das ist nur für PrunePal ist ein... Oh, ja. Das hat man schon. Das steht nicht auf meinem Speiseplan. Pralles Obst ist gutes Obst. Das könnte mir auch stehen, an ganz vielen Stellen. Regenbogenhaar von dem Mond. Grünkohl. Wassermelone. Okay, haben wir hier noch was? Schau dich ruhig um. Na dann, ab nach vorne und raus hier. Hey, du kannst das Einhorn nicht einfach so mitnehmen, Jungchen. Erst bezahlen. Aber es ist sowieso unverkäuflich, weil ich sonst keine mehr davon habe. Okay, wir müssen uns irgendwann mal klauen. So. Hier haben wir schon eins aufgehängt. Na dann, ab ins Gym. Ein süßer Hund. Na, kleiner Hundi, was hast du denn da für ein schönes Spielzeug? Oh, jetzt ist er traurig. Das macht ihn fast noch niedlicher. Fast. Oh, wie putzig. Damit könnte man bestimmt den Boden aufwischen. Ist am Hundchen. Er muss seine Trauer alleine bewältigen. Haben wir nicht irgendwas, was wir ihm geben können? Das ist keine gute Idee. Der Arme. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist ja böse. Was ist mit dir? Das ist keine gute Idee. Um das Spielzeug zu geben? Eher nicht. Tja. Hier passt ein Plakat hin. Und eins weniger. Hey, darf ich meine Bowlingkugel? Mit was? Hey! Kann ich in das Fitnessstudio gehen? Klar, ist aber nur für Mitglieder.
wie er spricht. Was ist das Geheimnis für deinen stählernen Körper? Ist dir nicht entgangen, was? Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen. Aber ich habe noch ein Geheimrezept. Die Augenbrauen? Nein, ich trinke nur noch Proteinshakes. Ah ja. Und es wirkt ja super. Also, bleib dran. Du fasst das auch. Ein sehr muskulöser Typ. Okay, jetzt haben wir Taschentücher. Und die werden wir noch gebrauchen können. Das lässt sich nicht. Eher nicht. Das hilft. Die beiden Sachen. Eher nicht. Die beiden Sachen. Das lässt. Das hilft mir. Die beiden Sachen. Das hilft mir. Eher nicht. Das lässt. Eher nicht. Das lässt. Das lässt. Das hilft mir. Die beiden Sachen. Erstmal durchkombinieren. Die beiden Sachen. Das lässt sich. Das geht hier irgendwas. Das lässt sich. Das hilft mir. Die beiden Sachen. Welcher. Das hilft mir nicht. Welcher Mensch würde so etwas tun? Das lässt sich nicht. Oh, das Armhundchen. Dieses Gym ist ausschließlich für Mitglieder. Ja. Bleiben Sie fit im Schritt und sonst auch. Fit im Schritt. Ja, ist klar. Ich mache mich nicht über Sprach wieder lustig. Nein, ich doch nicht. So, die haben wir beide getroffen, danach zu Lefties zurück. Hier haben wir einen Hundi. Jojojojo, braves Hundi. Ich will deinen blöden Knochen sowieso nicht. Hab schon genug im Körper. Sieht ziemlich räudig aus und kaut entschlossen auf seinem Knochen rum. Vielleicht können wir den Knochen aber trotzdem gebrauchen. Wir können gegen das hier eintauschen. Ich könnte das Spielzeug gegen den Knochen tauschen, aber ich will seinen angesabberten Knochen nicht haben. Ich bin mir sicher, den brauchen wir noch irgendwann. Das quillt über. Können wir was reinwerfen? Besser nicht. Okay, wieder jemand bei Lefties unterwegs. Das ist gut so, wie es ist. Ach, Aaron ist, das ist doch die hier oben ist. Hallo, dieses Timber-Ding sagt, du willst mich, matchen? Na, wenn das so ist. Rein mit dir. Oha. Wow. Schön, ich mag, was du aus dem Zimmer gemacht hast. Du warst schon mal in diesem Loch? Wenn du wüsstest, wie treffend das ist. Wie meinst du das? Sagen wir es so, die Vormieterin hier drin hatte viel Fremdenverkehr. Das erklärt, warum ständig Typen aufkreuzen und sagen, dass Ken sie geschickt hat. Von dem exotischen Geruch der Matratze ganz zu schweigen. Als könnte es nicht noch schlimmer kommen. Oh, apropos, komm. Wenn du magst, können wir ja neue Gerüche auf der Matratze produzieren. Hm? Du gehst ja ganz schön ran für einen Internettechniker. Du bist doch Internettechniker, oder? Viele Typen packen heutzutage alles Mögliche in ihr Timber-Profil. Nur um mehr Matches abzusahen. Das wäre ganz schön enttäuschend. Dabei brauche ich doch dringend jemanden, der mir zur Hand geht. Natürlich. Nein, Larry. Wer würde denn schon in einem Internet lügen? Larry Leffer, zu Diensten. Du redest nicht um den heißen Brei herum und bist hilfsbereit. Gute Mischung. Müssen wir das auch noch reparieren. Wer weiß, was passiert, wenn du wirklich wieder das Internet zum Laufen bringst. Was macht eine so erregende Dame wie du an einem so juckreizerregenden Ort wie diesem? Hm? Ich arbeite gerade an meinem Abschluss in Literaturgeschichte. Wohnungen in New Lost Wages sind selten und teuer. Daher bin ich hier gelandet und verdiene mir Geld mit Cam-Shows. Cam-Shows? Du bist also im Fernsehen? Nein, im Internet. Also wäre ich, wenn das Internet anständig laufen würde.
Meine Follower warten schon sehnsüchtig auf meine nächste Show im Netz. Ganz bestimmt. Wenigstens kann ich mich über das Mobilnetz bei Timber anmelden. Sehr sehnsüchtig. Wo ist denn dieses Internet? Und ist da was abgebrochen? Du willst wissen, wo der Router steht? Der muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Genau. Die Route. Wie sieht die gleich noch aus? So ein Kasten mit Leuchtanzeigen. Lefty müsste das wissen. Wir haben doch jetzt ein Date. Wegen dieser App. Oder? Keine Sorge. Sobald ich wieder Internet habe, bekommst du eine ganz besondere Show geboten. Mein Süßer. Oh je.